So, gucken wir mal, was wir noch machen können. Ja, ich bin nebenmachen ein bisschen. Ich häkel ein bisschen, habe bei mir gerade so ein bisschen Hintergrundmusik angemacht. Okay. Ja. Ja. Ja, ich muss gucken wegen dem Event, was da jetzt noch machbar ist. Tatsächlich. Da, 1, 2 fertig. Da kann ich die Jagd hier noch fertig machen. Fange innerhalb der Herausforderung 10 Tiere, die noch nicht im Alarmzustand übergegangen sind. Oh Gott. Ja. Hast du das geschafft? Nummer 2? Ja. Ja, habe ich. Willst du das machen bei mir? Verdächtige Anmeldung. So, okay, ich muss da ganz kurz wieder was machen, Schon weil ich. wieder? Wo? Unbekanntes. Warte, 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 warte. Hast du dein Passwort nicht geändert? Doch, habe ich. Und der hat schon wieder Und. das Passwort. Kritische Sicherheitswarnung. Verdächtiger Anmeldungsversuch wurde verhindert. Es. Unbekanntes Gerät, Bro. Nein, das nicht. Aber wie kann der sich anmelden? Ich habe vor Real mein Passwort gerade weggemacht. So, ich mach mal ganz kurz wieder bei mir die Kamera aus, weil das uns ein bisschen abschmiert. Aber wie sollte der das Passwort wissen? Ich meine, ich habe es gerade geändert. Keine Ahnung, vielleicht hat er sich irgendwas rumprobiert. Aktivität prüfen. Prüfen und sichern. Kann's er nicht einfach lassen? Höchstwahrscheinlich will jetzt irgendwas mit meinem Twitch machen. Natürlich, weil einmal, er hat dich, du wurdest gerade von ihm gebannt. Wir könnten ja mal gucken, ob er noch gebannt ist. Ach, kann ich ja gar nicht. Ich. Du hast. Hm? Wenn da im Log nicht, in der Aktion nicht drin steht, dass er wieder entbannt wurde, ist er noch gebannt. Also gesperrt. Naja, ich weiß es nicht. Ja, als Mod sehe ich es ja nicht so extrem. Ich sehe es ja nur bei mir. Ich sehe ja nur meine Daten. Also ich kann jetzt deine Blockliste nicht sehen. Das kann ich nicht. Ne, ich sehe deine Blockliste nicht. Oder den Modlog. Warum auch immer. Ja, weil ich ja nur Mod bin. Kann er nicht einfach aufhören? Es war mir aber klar, dass der direkt weiter versucht. Aber es war jetzt halt eine interessante Pause. Der soll Ja. jetzt eins einfach mal lassen. Crazy Community. Warnung ignorieren. Ja, YouTube hat den Datenleck. Um wen geht es denn, dieser Typ? Das ist ihr Ex. Ich habe gerade meine Passwörter durchgeguckt. Hm? Vier Konten haben ein schwaches Passwort. Commerzbank Banking. Basti. Was? Ja, das ist normal, weil es einfach nur ein vierstelliger Code wird. Ja, Code ist. Mann. Dasselbe gilt für mein Dings.
Aber ich habe hier auch bei mir drinne von Basti, 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 ja, Basti. Ja, haut es raus. Das interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Netflix interessiert mich nicht. Ich habe jetzt selber Netflix. Wenn ich Netflix gucken will. Alter, ich treffe den nicht. Aber jetzt ist in die Falle gelaufen. Aber ich habe wieder... Ich habe wieder kein was? Ich habe wieder... Ist sowas überhaupt auf Twitch da direkt? Den Namen zu erwähnen. Ja, es, wenn du sagst Basti, es gibt Millionen Bastis. Mein Bruder heißt auch Basti. Also, ich Namen, Nachname und andere Daten ansagen, wäre es wieder. Also mal, ich sag einen Vornamen, den es zu Hunderttausenden in Deutschland gibt. Also, da wär's, finde ich, schwieriger, den Twitch-Namen oder den einen Ingame-Namen zu sagen, weil die gibt's tatsächlich nur einmalig. Die gibt es tatsächlich nur einmalig. Solche Namen. Da wäre das schwieriger, finde ich. Aber wie gesagt, es gibt... Ich kenne jetzt halt auf Anhieb 6 Bastis. Die den Namen tragen. Ich verstehe ihn halt nicht. Ist ja mein Sohn. Mein Cousin ist Basti. Der Arme. Ja, wie gesagt, es gibt viele, viele, viele Bastis. Also ich sag jetzt nicht seinen Nachnamen, den ich sowieso gerade nicht weiß. Weil es mich auch nicht interessiert, wie der Kerl heißt. So, dann passt das, dann mach ich jetzt hier wieder bei meinen Character-Pins gerade. Also du hast jetzt nochmal alles durchguckt und vielleicht nochmal das Passwort geändert. Ich hab alles durchguckt, etc. Ah, perfekt. Okay. Ja. Weil es hieß ja, es wurde ein verdächtiger Anmeldeversuch verhindert. Ja. Aber das Witzige ist, er kommt auf dieses Passwort nicht. Er würde, egal wie er es versucht... Mit seinem Walnusshirn nicht draufkommen. Ja, es gibt Programme, die das können. Muss man halt auch direkt sagen. Ja, aber... Dafür... Jetzt haben wir alles bis auf das Tiere ohne nicht im Alarmzustand. Das kriege ich nicht hin. Ja, die dürfen. Also ab dem Moment, wo die dich halt. Google. Was? Google, um einen Google-Account geht's. Aber wie geht denn das? Der Stand Engelsgabe ist dabei, Weinzutaten einzukaufen. Unser Bedarf an Zutaten ist sehr hoch. Wir bieten einen angemessenen Preis dafür und laden euch ein. Ja. Und ich, der springt auf die Karte. Ja, der Stand Engelsgabe hier. Das ist der Stand. Bei Google kann man sich mit Geräte, was schon mal angemeldet war, drin mit dem alten Passwort anmelden. Für die nächsten 24 Stunden. Stimmt. Mit dem alten Passwort kannst du dich auf dem Gerät für 24 Stunden anmelden. Also könnte er sogar drin sein. Na gut, aber sie hat ja die alten Geräte rausgeschmissen. Sie hat die ja entfernt. Daher sollte es eigentlich nicht gehen. Die alten Sitzungen alle beendet. Schau nochmal vielleicht nach, ob nochmal irgendein ob ein Gerät wieder drin ist von denen. Weil wie gesagt, ich trau dem Affen nicht.
Denkst du ich? Er ist in meinen Augen nur noch er ist in meinen Augen, das ist egal. Zur Sicherheit geht es immer. In meinen Augen ist er. Ja, aber dann wird es wieder aufgelistet. In meinen Augen ist er nur. Auch wenn ich so böse sagen muss, wie es klingt, Abschaum. Jo, ich schau noch mal. Hä? Ja. Wie geht denn das letzte? Reicher Segen. Aber ich könnte mir auch einfach mal durchlesen, was da steht. Ja, er zeigt mir Gebiete an. Was soll ich da machen in den Gebieten? Ach, die Notizen führen dich zu den Truhen des reichen Segens. Muss ich jetzt in dem Gebiet hier Notizen finden oder was ist los? Oder Kisten? Kisten. Okay, Kisten suchen kann ich. Ja, das sind aber andere Arten von Kisten. Ja, aber Kiste ist Kiste. More speed. Hab doch schon eine. Das sind Fässer. Deswegen habe ich gesagt, sie soll nochmal nachschauen. Weil dann steht das Gerät trotzdem da als, wieder aufgelistet. Und? Warte. Ich habe den Verdacht, hier ist nur eine Kiste. Einen sehr starken Verdacht, dass hier nur eine ist, weil komplett Mondstadt mit eingekringelt ist. Twitch hast du aber auch über 2 Stufen Authentifizierung, gell? Mittlerweile? Ja. Na gut, dann kann er da schon mal nicht rein. Was schon viel wert ist. Ohne Scheiß. So langsam bist du wirklich mal trotzdem zur Polizei gehen wegen dem. Weil du hast ja Sachen, weswegen du ihn wirklich definitiv anzeigen kannst. Da hinten ist eine. Aber er kann es auch nicht gut lassen. Es ist jetzt 2 Monate her. Und er hört immer noch nicht auf. Da ist eine Kiste. Richtige Kiste. At least good luck doesn't discriminate by clan. Ja, es war ein neues Gerät drin. Also hat es wieder versucht. Time to scout.
habe jetzt nur noch mein Gerät drin. Nicht mal mehr irgendwie mein PC ist mit Dings verbunden. Mit meinem Google. Das werde ich gleich nochmal machen. Keine Ahnung, vielleicht direkt nochmal Passwort ändern. Wenn er es nicht vielleicht sogar gemacht hat schon. Oder doch einen komplett neuen E-Mail-Account. Aber warte, das ist doch ein komplett neuer, oder? Nein. Okay, ja, vielleicht dann trotzdem einen komplett neuen E-Mail. Ich habe gerade eine Dings rein. Ich habe da jetzt drin, dass ich mein dein Handy entsperren musst oder halt auf deinem Handy ja sagen musst, bevor jemand Zugriff bekommt. Ja, das stand ein neues Gerät dran wieder. Dass ich halt einen Code angeben muss. Halt, dass ich auf mein Handy, aber auch nur auf mein Handy und auf meine Nummer eine SMS bekomme mit dem Code. Das heißt, dass nicht mal die Möglichkeit irgendwie besteht, dass ja. War wieder ein neues Gerät drin, ja. Ja, es war ein neues Gerät drin. Du kannst ja den Standort von dem Gerät sehen. Kann sein, weiß ich nicht. Hat denn eben. Reicht ja schon. Nicht, nein, weil ich jetzt welche jetzt rausgeschmissen habe. Ja, aber du kommst 24 Stunden wieder. Sicherheitshalber kannst du immer wieder Zugriff von einem alten Gerät haben mit dem alten Passwort. Und wenn ich das Passwort jetzt nochmal. Also, wenn ich das Passwort jetzt nochmal. Ja, ich würde es tatsächlich nochmal ändern, das Passwort, einfach aus Sicherheit, weil ich gleich traue ihm zu, dass er das Passwort jetzt geändert hat, damit er dich aussperren kann aus dem Account. Beziehungsweise würde ich dir ganz ehrlich empfehlen, eine komplett neue E-Mail nochmal zu machen. Ja. Werde ich auch noch mal werde ich nachher machen. Let's go meet up with Razor. The meeting spot is on the bank of Cider Lake. You know the way, right? Kisten suchen ist ja voll einfach, die haben voll den riesen Radius. Muss den nur rumlaufen. Fand ich dazu. Weil damit wir den endlich mal weg loswerden und dann halt mal überall Passwort ändern. Überall E-Mail-Adresse ändern und Passwort ändern. Ja. Weil der kann sich nicht lassen. Sicher, dass es er ist. Ist auch irgendwelche. Nee. Es war eine Region. Da steht ja die Region. Lumitas. Luma. Timas. Da steht ja die Region. Wie bei mir. Bei mir ums Eck steht. Ja, ja. Natürlich wissen wir seinen Standort. Deswegen sag ich ja. Ja, genau. Deswegen sind wir ja uns sicher, dass es er ist. Und dass er nicht locker lassen kann, mal wieder. Es ist ja nicht so, als ob er es vor 2 Wochen über den Google-Datenschutz einmal ihr Handy resettet hat und dann noch die SIM-Karte gesperrt hat. So, ich hab. Dann hab ich ihren Vertrag gemacht, wo er halt keinen Zugriff drauf hat. Jetzt hat sie einen Vertrag von mir. Partnerkarte, weil da kann der machen, was er will. Da kriegt er keine Information, kann er nichts machen. So, mein VTube-Model ist auch wieder da, weil. Alter, krieg ich gleich jetzt nochmal ein Dings, Alter. Ich gehe zu denen rüber und hau den eine rein. Aber so schön. Ich habe doch mehr wie 4 Kisten jetzt gefunden. Oh ne, hier. Kiste 5 und 6. Die müssen ja auch irgendwo hier sein, oder? Ich müsste mal das Gebiet nochmal anschauen. Nicht, dass ich hier rumlaufe und das gar nicht. Und das irgendwo Ding ist. Deswegen sagen wir ja, der Standort kommt halt. Ja, ziemlich da drauf. Kommt da jetzt gleich nochmal irgendwie was? Alter, ich bin weg und fahr zu denen. Am besten gleich mit Bullen langsam, weil es ist, was der treibt, ist halt einfach nur noch. Ja.
Und wenn die irgendeinen Zeugen wollen, ja, ich gebe dich halt an. Ja, gut, es ist ja, die ganzen Daten sind ja bei Google hinterlegt. Das ist in den letzten 4 und so, das geändert wurde, das passiert ist, das passiert. Ist ja alles dort, sogar relativ einfach einsichtlich. Kannst du gucken. Das geht so einfach gar nicht. Doch, das geht über Google Datenschutz. Geht, hatte ich auch schon. Hatte ich mal gemacht, als ich mein Handy verloren hatte. Das geht über Google ganz easy. Dann wird Android resettet. Also beziehungsweise einmal sämtliche Daten entfernt. Das geht ganz einfach. Ja. Das musste ich schon mal machen. Ich hatte mein Handy verloren. Und weil er PayPal-Daten und alles auf dem Handy drauf waren und ich halt auch Online-Banking und sowas mit dem Handy bestätigen konnte und mich damit einloggen konnte und Überweisungen machen konnte, musste ich das aber nur wenn es nicht im LAN ist, soweit. Ja, das Handy ist ja sowieso nicht im LAN. Ja, was meinst du? Warum komme ich da nicht mehr hoch? Alter, Euler, einmal lass los. Und häng dich denn noch nicht alle 5 Sekunden irgendwo ran? Nee, aber das ist, du kannst über Google einmal das Handy resetten für den Datenschutz. Das haben sie aber schon lange. Alter. Warum kommt man da nicht mehr hoch? Das ist schon lange da. Also wann habe ich das gemacht? Da hatte ich mein Razer-Phone, mein Razer verloren. Mein erstes. Also. Alter. Nee, du kannst das über. Ich müsste jetzt selbst schauen, wie du dorthin kommst, aber du kannst es über dein Google-Account, dein Handy aus Datenschutzgründen resetten lassen. Wenn du im Account drin bist. Vielleicht versucht er das gerade sogar. Dass er deswegen sich wieder einloggt. Hat er ja schon mal gemacht. Da wird es dann vom Android selber einmal sozusagen auf Werkszustand zurückgesetzt. Bei Razer hat er. Wem gehört denn das Handy? Er hat es dann gekauft. Ihr gehört's. Er hat's gekauft und er hat's ihr zu Weihnachten geschenkt. Oder halt zum Geburtstag oder zu Weihnachten, weiß ich nicht. Zum Geburtstag. Aber es geht trotzdem, ich möchte jetzt nicht ewig rumdiskutieren, ob was geht oder nicht, wenn ich selbst schon gemacht habe. Erstmal kurz ragen. Ja, es ist doch so. Ich selbst habe das genutzt, weil einfach, wie gesagt, hat mein Handy verloren, sämtliche Bankdaten und alles war drauf. Und es ist schlecht, wenn es jemand findet. Weil dann kann der über dein PayPal und deine Bankdaten viel Geld ausgeben. Und das wird, wenn das Handy an ist, direkt gemacht. Ansonsten wird es nach dem nächsten Neustart vom Handy gemacht. Ja. Könnte er? Glaube ich, weiß ich nicht. Ansonsten ist mir das auch wurscht, dann kaufe ich ihr ein Handy. Langsam, wie gesagt, es nervt mich nur noch mit dem Kollegen, der. Ich wünsche Menschen normalerweise nichts Böses, aber er muss sich echt einfach nur noch Hilfe suchen. Und ich kann es mir vorstellen, das war jetzt hat, weil. Warum? Ich hundertprozentig war der Auslöser, weil er den Bann im Chat gekriegt hat. Hundertprozentig war das der Auslöser. Dass er wieder direkt freidreht. Ich habe auch seinen Satz, den zweiten, nicht verstanden. Meine, dieses, irgendwas mit Minderjährige oder so. Keine Ahnung, Alter. Was wollte er damit? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Da kannst du ja nachschauen, was er geschrieben hat, bevor er den Bann gekriegt hat. Weil ich habe es nur als geblockte Nachricht gesehen, weil ich ihn sowieso komplett geblockt habe. Hier. Also er kann ja auch mal nicht meine Streams anschauen oder sonst irgendwas.
er ist ja komplett blockiert. Ja, keine Ahnung. Er könnte halt höchstens jetzt bei dir im Chat gerade oder zuhören, weil er ja nur für den Chat gebannt ist. So, eine Kiste fehlt mir noch. Ist die Frage, ist die Kiste in Mondstadt? Da bin ich jetzt aber großzügig alles abgelaufen. Ich glaube, die Kiste ist in Quellingen. Also entweder auf der Kapelle drauf, also diese Dings, oder beim letzten Haus ganz südlich. Hast du die Kisten schon gesucht? Ich hab die schon alle, ja. Okay, aber welche Kapelle? Die Kathedrale? Ja. Obendrauf? Ja, obendrauf. Ja, dann muss ich da hin, weil das ist die mir fehlt. Weil dazu gibt's halt auch, wenn du auf die nicht gefundenen Kisten drauf gehst, gibt's sowas wie Hinweise. Es fehlen mir zwei. In Mondstadt gibt es eine Uhr, wunderschöne Aussicht. Warst du schon mal da? Ich gebe dir einen Hinweis, das Geschenk liegt sehr weit oben. Pass auf, wenn du hingehst. Also, ja, okay. Ja. Ich wusste nicht, dass es Hinweise gibt. Ich habe ihn einfach so rumgelaufen und abgesucht. Er könnte einen neuen Account erstellen. Wie einen neuen Account erstellen? Ja, einen neuen Twitch-Account. Also, ja, der hat bestimmt eh mehrere Accounts. Genauso wie ich ja seinen zweiten Account an Discord auch erstmal gebannt habe. Mit dem er dann selber geschrieben hat. 5 Nachrichten. Um ja, wieder was so zu faken. Ja, als Beweis, dass er Dings gemacht hat. Ja, um wieder was zu faken. Er ist nicht doof, das ist es, das muss man ihm lassen. Er ist nicht doof, er macht viel Arbeit, um Dinge zu fälschen und was weiß ich. Aber halt nur auf einen sehr doofen Weg. Nur weil wenn er mit seinem Zweit-Account. Natürlich permanent gebannt. Oder was meinst du? Soll er machen. Der Zug ist also wirklich, sobald Ding, ich weiß nicht, was sein Plan ist. Auf jeden Fall kann ich es mir schon wieder ziemlich vorstellen. Ich habe ein Geschenk in der Nähe des Trainingsgeländes Rittenordner produziert. Okay. Ich kann es mir halt nur vorstellen, dass er wieder direkt so als Strafe oder als Rache, weil er jetzt einen Bann im Chat gekriegt hat, direkt erst einmal wieder freidreht. Ach, in der Nähe. Also direkt dort am Trainingsgelände. Ist in der Nähe. Ja, vielleicht. Weil da gar nichts Schlimmes im Chat. Es ist egal, ob er was Schlimmes wollte oder nicht. Er hat vor 2 Wochen erst wieder freigedreht und halt eben einen Nintendo-Account, wo sie sich ein Spiel drauf gekauft hat, gelöscht oder sonst irgendwas, sie ausgesperrt. Tendenz Verdacht ist auf gelöscht. Er hat ihr Handy, die SIM-Karte gesperrt von ihr direkt, weil er halt einfach gewisse Daten hat und dadurch gewissen Zugriff hat. Eben über den Google-Datenschutz da einmal das Ding resettet. Und dann ist sich halt versucht worden, in gewissen Sachen einzulocken. Dich dann noch anzurufen und sagen, dass du für seine SIM-Karte bezahlen musst, die er mir gegeben hat, monatlich. Ja, ich soll dann für sein Zeug noch zahlen und aber ich soll das Zahlen von das Sperren der SIM-Karte bezahlen. Nee. Mm-mm. Dann noch das, was in der Beziehung zusammen passiert ist, wo ich mit ihm zusammen war, das körperliche Verletzen, das seelische Runtermachen und Ausnutzen von Unwissenheiten. Das Anlügen, das Ständige. Es war ja, weißt du, es ist ja nicht nur, dass es, und dann hat er keine Anzeige, ja, weil Sally sich das nicht nochmal alles durchmachen möchte und sowas. Es ist ja nicht nur, als ob es eine Sache ist, weißt du? Es sind halt viele Sachen bei ihm. Oder es sind viele Sachen. Muss man halt wirklich sagen. Ja, das sehen wir genauso. Und ich habe
ja auch lange mit ihm geredet und habe auch oft zu ihm gesagt, dass er sich Hilfe suchen sollte. Auch jetzt hat nicht wegen ihr auch mit, sondern vor allem wegen sich selbst. Aber er ist halt auch einer, da sind immer die anderen schuld. Ich finde immer noch, er muss sich Hilfe suchen und wenn er nicht in irgendeine geschlossene geht, sollte er sich zumindest Hilfe suchen, professionelle Hilfe suchen. Und der Typ ist 27, oder? Der müsste jetzt 27 sein, ja. Ich bin immer noch auf dem Punkt, dass er sich definitiv Hilfe suchen muss, weil er kommt ja auch mit dem eigenen Leben nicht klar. Ja, deswegen sage ich ja, es ist ja nicht nur so, ich warte tatsächlich gerade hauptsächlich hier drauf, es ist ja nicht nur so, dass er wegen, ich sag mal, wenn ich jetzt mal sie außen vor nehme, komplett rausnehme, es ist ja auch so, wie oft er wechselt die Jobs wie Unterhosen. Er kann nichts durchziehen, sonst irgendwas. Die Bude, wie ich das erste Mal dort war, war eine Müllhalde. Dann kamen Sprüche wie, ich hab ein Gummi unterm Bett gefunden. Das liegt auch schon länger. Also ehrlich, die Spermien da drin haben schon von alleine Beinchen gekriegt und sind weggelaufen. Auf gut Deutsch, wenn man es mal so sagen kann. Also es ist... Die ganze Bude war versifft eigentlich von oben bis unten. Er kann gefühlt keine 5 Meter denken. Nicht, was passiert dann? Sondern es ist nur noch Eskalation in dem Moment. Freidrehen. Sämtliche Märchen erzählen, die einen auf die Schnelle einfallen. In den Märchen sich dann wieder zu widersprechen. Deswegen, ich finde, er braucht für sich selbst und für die Zukunft, für sein eigenes Leben, benötigt er Hilfe. Von jemandem, der ihm helfen kann. Geschichten aus dem Palaunergarten, so in etwa, genau. Für sein eigenes Leben benötigt er Hilfe, professionelle Hilfe von jemandem, der ihm helfen kann. Das Problem ist, du kannst nicht jemanden zwingen einfach dazu. Er ist einer... Es sind die anderen schuld. Und dadurch kann er. Ihm fällt. Er kann nicht sehen, ob er bewusst ist. Mein Schlag in die Fresse. Fahr doch mal vorbei. Ja, aber ein Vakuum interessiert es relativ wenig. Ich kann auch die Luft hauen, wäre das Gleiche. Ihn interessiert das relativ wenig, ob er sieht nicht die, sieht nicht daran, was er falsch macht oder was sowas sind, sondern es sind andere. Ah, Werbung. Das ist halt auch das, was recht enttäuschend ist. Ja, es sind halt grundsätzlich immer andere Menschen schuld. Grundsätzlich immer ist wer anders schuld. Er macht keine Fehler. Es war genauso wie, ich will ihm Sally wegnehmen. Einmal bin ich kein Freund davon, jemanden hinzufahren und ihm eins in die Fresse zu hauen, weil unterm Strich bringt es dem gar nichts. Also du könntest den einen in der Bratpfanne mit so einer Gusseisernen ins Gesicht hauen und der rafft es trotzdem nicht. Unterm Strich, ja, er braucht für sein eigenes Leben Hilfe. Ansonsten, wie gesagt, Sally war schon lange nicht mehr seins. Kannst du sagen, wenn man mal so sagt. Und es war aber trotzdem, na, auch nicht das, Luma. Und es war, ich war dann schuld. Und ich wollte ihn wegnehmen. Und was weiß ich, nein. Und ich hab auch lange mit ihm geredet und hab lange mir Gedanken für ihn gemacht und gesagt, er muss Hilfe und was weiß ich.
Ja, Sally war sein Eigentum. Sally war sein Eigentum, kannst du sagen. Und er hat sie auch wie Eigentum behandelt und... Ding. Klingt nach einem Objekt, genau. Und der hat alles anders gesehen, auch die Wahrheit nicht. Eye for an eye. Ja. Wird man mit ihm nochmal reden? Nein, definitiv nicht. Keiner von uns möchte, ja, der ist nicht eifersüchtig, tatsächlich war er nicht. Sondern er ist ein massiver Kontrollfreak. Und jedes Mal, wenn er die Kontrolle verliert über irgendetwas, und das ist die kleinste, wenn über eine ganz klitzekleinigkeit die Kontrolle verloren wird, ist Freidrehen angesagt. Und dann alles versuchen, unter Zwang die Kontrolle wieder zu bekommen. Mit Lügen, mit Erpressungen, mit allem. Das sind solche Sätze wie gefallen, ich schmeiß dich raus, dann kannst du unter der Brücke leben. Und. Das ist mit vielen, das versucht zu erzwingen. Und... Boah, weil... Bist du wieder da? Schatz? Okay, sie ist nicht da. Ich glaube, nicht ganz 2 Jahre. Ja, deswegen sage ich, wie lange warst du mit ihm zusammen? Warte. 1,5 Jahre. 1,5 Jahre bis 2 Jahre. Nicht ganz 2 Jahre. Ja. Und deswegen klappt auch keine Arbeit bei ihm, ist so mein Verdacht zumindest, weil da hast du keine Kontrolle. Du musst sagen, was dein Vorgesetzter dir macht und nicht du bestimmst alle anderen und nicht du redest drum. Streamst du noch? Ja, ich stream noch. Okay. Also ich bin noch da. Er hat Twitch, aber ich, genau das werde ich nicht sagen, ich werde nicht seinen Twitch-Namen sagen. Weil der ist eindeutig zuordnenbar. Also er hat, ja, aber er spielt nicht. Das bringt eh nicht. Manche haben halt Probleme. Ja, sein Problem ist halt einfach, sein wirklich hundertprozentiges Problem, was ich so direkt sage, ist, er hat einen massiven Kontrollzwang. Er muss über alles die Kontrolle haben, schafft es aber nicht. Oder hat keine Kontrolle eigentlich. Deswegen klappt Arbeit nicht, deswegen klappt Leben nicht, deswegen klappt die Beziehung nicht. Weil Sally war, so ist es mir oft sehr vorgekommen, Sally war das Eigentum von ihm und Sally hat das zu machen, was er sagt. Und darauf hatte ich langsam keinen Bock mehr. Es ist ja allein mit den sexuellen Übergriffen, die er da hatte, Tür gegenüber. Schon. Ja. Denkt ihr, er holt sich Hilfe? Nein, weil ich bin ja schuld. Ich hab Pizza. Ich fress Pizza. Es ist ja allein mit den sexuellen Dingen, die er ihr gegenüber angetan hat, schon viel gesprochen. Wieso bin ich aber auch böse? Was hab ich böse? Ich hab doch gar nichts Böses jetzt gesagt. Das sind Sachen, die gehören hier nicht her. Siehst du, mein Osmo sagt auch was dazu. Und zwar Reinigung wird fortgesetzt. Oh, Scheiße, ich hab keine Pizza. Ich muss jetzt hier auf der Pudding gehen. Jetzt. Es sind Dinge, die gehören hier nicht her. Also ich rede schon viel frei, Luma, das glaube ich merkst du. Und sie hatte auch wenig Probleme, über dass ich darüber rede. Ich glaube, sonst hätte sie schon gemeckert. Aber es, manche Sachen muss man nicht sagen. Aber jetzt ein bisschen Hirn. Luma, hast du? Das weiß ich. Jetzt rechne einfach mal deine Aussage mit dem, was ich dazu gesagt habe. 1 und 1 zusammen. Danke. Dann muss ich dir die Frage nicht beantworten und du hast deine Antwort.
also auch deine Antwort mit. Spyro, ich gebe dir hundertprozentig recht. Deswegen, ich bin kein Freund davon, dass ich ihm jetzt irgendwas antue oder antun lasse oder von Anzeigen und Polizei, weil unterm Strich, keine Ahnung, würde ich mal sagen. Er lernt daraus nicht. Entweder heißt es dann Aussage gegen Aussage, beziehungsweise ich habe viele Screenshots, wo er auch mir gegenüber das zugegeben hat. Wobei auch man sich auch rausreden kann. Ich muss mal Osmo zurückschicken, der fährt nämlich gerade hier rum. Schau mal du bitte, ob da auf deinem Google-Account, ob da wieder einer drin ist. Nein, ich bekomme jetzt immer eine Benachrichtigung. Also mein Screen wird davon bedeckt. Egal. Ich hab nichts. Sei neutral. Nee, nicht. Ich bin kein Freund davon, ihn jetzt in den Knast zu schicken, an den Pranger zu stellen oder sonst irgendwas. Öffentlich oder sonst irgendwie. Oder deswegen sage ich auch nur Basti und keinen Twitch-Namen oder sonst irgendwas, weil sowas ist direkt zuordnenbar. Es gibt Millionen, es gibt wirklich sehr viele Bastis in Deutschland. Und nicht nur hier. So. Aber. Ja, einmal. Bin ich eher davon ein Freund, wenn er wirklich sich helfen lassen würde oder helfen lässt, sich Hilfe sucht, die bekommt man, muss man ehrlich sagen, man kann Hilfe bekommen. Ne, ich weiß, mir gibt niemand die Schuld, aber ich meine, doch Basti, ja, er gibt mir die Schuld, natürlich, ja, das stimmt. Wie kannst du nur, Cox? Wie kannst du nur? Ja, aber wie gesagt. Wie gesagt, ich bin eher ein Freund davon, wenn er sich wirklich Hilfe sucht und lieber sein Leben auf die Kette bringt. Und das hinbekommt alles. Weil ich glaube, unterm Strich kann er kein schlechter Mensch sein. Trotzdem. Auch wenn er viel Scheiße gebaut hat. Zu viel Scheiße gebaut hat. Deswegen finde ich, sollte er sich Hilfe suchen. Dass dieses einmalig bleibt. Und nicht bei der nächsten Person sich wiederholt. Es wird, glaube ich, genauso laufen. Das ist ja das. Nur ich habe. Ich hab keine Lust. Cem, aber genau dann sollte sich er auch Hilfe suchen. Auch wenn es eine psychische Krankheit ist. So oder so. Sowas kann behandelt werden. Genau. Und sie ist eine mit Asperger. Und auch viel Scheiße durchgemacht. Sie sagt es auch. Hm? Nicht alles kann richtig behandelt werden. Ja, aber es kann helfen. Oder zumindest versuchen. Aber dann kam er am Sonntagabend zu ihr und hat gesagt, er hat sich jetzt Hilfe geholt und was weiß ich. Weil wir ihm das alles sagen. Er hat sich auch heute antiaggressiver und was weiß ich geholt. Und was hat er dann hingelegt? Baldrian. Good luck. Und erst so, ich hab's nicht gefunden, ich hab nichts gefunden und was weiß ich. Und ja, und war alles wieder ein Lügengewirr, was in seinen Sätzen zusammengebrochen ist. Aus, ja, ich hab mir geholt, nee, ich will mir holen, ja, ich werd schon noch machen, ja, das mache ich morgen. Ist dann immer draus geworden. Und, ich hab da sehr viel mitgemacht. Ja, und wo er meinte so, ja, wir haben erst richtig spät gesagt, dass er sich Hilfe suchen soll. Ich habe ihm vor 1,5 Jahren schon gesagt, dass er sich Hilfe suchen soll. Und ich habe es ihm eigentlich direkt gesagt. Im ersten Gespräch. Da ich schon wusste, dass irgendwas nicht wirklich klappt.
was okay. Er nicht kapiert hat. Everyone helps. That's wonderful. Also ich brauche keine Hilfe, ich brauche keine Hilfe. Also so wie ich dich kennengelernt habe, warst du an dem Punkt, wo du ihm keine Lust mehr hattest, ihm was zu sagen, weil du es aufgegeben hattest. Weil wie gesagt, man kann sich auch mit der Wand unterhalten. Ey, die macht sogar mehr als der. Die macht ihren Job. Die steht. Die hält. Die ich hält weiß, dass das. Nicht alles richtig behandelt werden kann, aber es ist besser, lieber in eine Behandlung zu gehen, als es gleich, nö, brauche ich nicht. Und das ist ja wirklich Ding. Er müsste sich einfach nur mal in sein Wohnzimmer stehen und einmal im Kreis drehen. Und sehen, dass da einiges nicht läuft. Ich sag nur bei mir, ich habe mir eine lange Zeit lang nicht helfen lassen. Also ich lass mir nicht mehr helfen. Aber aus dem Grund, weil ich schon Erfahrungen mit jeglichen Art von Therapeuten hatte. Und ich habe schon die Mittel, die mir helfen, nicht auszurasten. Und ab dem Punkt, wo ich diese Hilfsmittel, was bei mir zum Beispiel wäre, ich höre Musik so laut, dass alles um mich herum... Ja, du ziehst dich ja dann in deine eigene Welt zurück. Das hilft mir und das ist mir auch recht egal, was die Menschen da... Und sage ich mal, hier in die Schule, meine Lehrerin hat mich schon mehrmals angekackt, ich soll die Kopfhörer runternehmen. Jedoch war ich an diesem Moment so weit, dass ich allen eine reingehauen hätte, wäre es noch weiter gekommen. Ich weiß, wo meine Triggerpunkte liegen und ich weiß, wie ich sie behandeln kann. Das weiß er nicht. Genau. Und das, wenn er sowas herausfindet und weiß, wie er sich damit zu helfen weiß, ist das schon mal ein sehr großer Punkt. Und ich spreche hier aus Erfahrung. Kann sein. Ja, auf jeden Fall. Das Stalken zwar nicht so physisch, sondern eher virtuell. Man hat es ja gerade gesehen, ich streame und er kommt sofort in den Dings rein. Ich glaube, das traut er sich nicht. Er steht nicht vor meiner Tür, der hat ja zu viel Angst vor meinem Stiefvater, weil mein Stiefvater ihn schon mehrmals schon an dem Punkt gedroht hat, dass wenn er bei mir vor der Tür steht, mein Stiefvater weiß, was er ist, dass er ihn so doll eine reinhauen würde, dass mein Stiefvater selber in Knast landen würde. Aber auch nur als Zeichen, dass er... Da waren zwei Catherines gerade gestanden. Dass mein Ex mich in Ruhe lassen soll. Ja, weiß er auch. Ja, weiß er. Und wenn ich ihn visuell sehen sollte und er mich anspricht, soll ich sofort die Polizei rufen. Ja, dann wirst du sofort die Polizei rufen. Ja, soll und werde ich. Also ich sag's mal so. Ich erwarte noch einiges von ihm. Das kommt. Schau trotzdem mal nochmal. Würde mich gerade echt interessieren. Schau nochmal bitte rein, ob noch jemand, ob wieder ein neues Gerät in deinem Google-Konto ist. Weil der da langläuft? Nee, aber es ist nachweisbar Stalking. Mit den ganzen Aktionen, die er gemacht hat. Ist ja nachweisbar. Nein. Das wäre halt dann nur nochmal ordentlich, nochmal etwas zusätzlich so. Jetzt ist er auch schon an ihrer Schule. Was macht er denn da? Sonst irgendwas? Ich habe auch schon mal eine Ex-Freundin gehabt, die ich wegen Stalking dran gekriegt habe und eine Abstandsverfügung hatte gegen die Person. Gut, die hat mich aber auch in dem Zeitpunkt dann mit dem Auto überfahren, muss man auch dazu sagen. Nein, alles gut, bitte. Alles in Ordnung, ich kenne das leider von der anderen Seite her, also. Ja. Ich könnte euch ja ein paar Narben zeigen, die ich davon getragen habe, von der damaligen Beziehung. Was ein guter Frauengeschmack. Ja, ich habe ein goldenes Händchen für Scheiße. Oha. Nee, das passt schon.
Also ich hatte auch mal eine, also ich hatte mal eine, die war tatsächlich, die hatte keinen Kontrollfreak, sondern sie war hardcore eifersüchtig, also wirklich krankhaft. Die Person hat sich aber auch Hilfe gesucht dann. Das sollte sie persönlich nehmen. Also ich kann da mal wirklich, wenn ich kann einfach mal raushauen, das ist ja kein Problem. Ich habe ja im Podcast eh schon drüber geredet. Ich hab logischerweise kein Haus gehabt mit 18. Ich hatte in einer Mietswohnung gewohnt, wo ein Haus war, wo mehrere Menschen drin gewohnt haben. Ein paar waren etwas älter, ein paar waren etwas jünger. Also in meinem Alter. Und wir waren alles Kerle in dem Haus. Bis auf eine, die war echt voll die putzige Oma. Warum war die putzig? Aus dem Grund. Ich bin mal runter, ich hab sie gefragt, ob mir meine Anlage für sie zu laut ist oder ob es in Ordnung ist. Und sie sagt nur drauf, nee, Jungchen, ich war auch mal jung, feiert ruhig, habe ich kein Problem mit. Außerdem höre ich eh nicht mehr so gut, aber kannst du den Basswink runterdrehen? Mein Porzellan fällt aus dem Schrank raus. Die war mega cute, die Oma. Ich kann die Katzencap ausmachen, Mietz ist weg. Mietz ist noch da, aber auf der Heizung. Auf der Heizung. Die hat nur den Schlafplatz gewechselt. Tatsächlich. ja, mega süß. Die ist aber leider dann gestorben so ein halbes Jahr später. Die war echt toll. Die war knuffig. Die war goldig. Kann man wirklich sagen, goldig. Keep your voice down. Tainari? Auf jeden Fall. Ja. Okay. Kann er durch das... Stimmt, der kann durch das Google-Konto deine neue Handynummer rausfinden. Ja, aber weil er sich nicht mehr anmelden kann. Ja. Ja, aber er war schon mal drin und du, nachdem du es geändert hattest. Was will er mit meiner Nummer machen? Mich anschreiben? Mit mir drohen? Schon wieder? Darauf, dass ich ihn in der Nacht 20 Minuten blockiere? Er kann sich doch anmelden, ja. Jetzt hat sie es gemacht, dass sie einen Code eingeben muss per SMS. Auf die neue Handynummer. 24 Stunden nach Passwortänderung. Ja, das Passwort habe ich jetzt zweimal geändert. Also, müsste eigentlich an das letzte, also das, was ich davor geändert habe. Trinken nicht vergessen, ja, ich trinke was. Ja, weiß ich nicht, ob das dann auch gilt. Let's go. Ja, auf jeden Fall, pass auf. Auch nach zweimal geht es. Ja, das hätte ich mir auch gedacht. 2, 3, okay, ich ändere das 50. Ja, neue E-Mail-Adresse. Ganz einfach neue E-Mail-Adresse, überall einpflegen, die E-Mail-Adresse. Ich guck mal. Vielleicht, also, ich weiß auf jeden Fall. Warte, dann guck ich hier mal ganz kurz nach. Das ist halt eigentlich nur wichtig. Gut, das Einzige, was mir wichtig ist. Switch, Steam. Ja. Ich hab's, kriegst du mal meine an? Ich auf die also, das ist das egal einfach. Weil Discord läuft hier meine neue E-Mail. Ich bräuchte auch mal eine neue E-Mail-Adresse tatsächlich, so langsam. Aber das Problem ist, die habe ich schon so lange. Ich bin auf mein Google Mail. Nicht Gmail, sonst Google Mail noch stolz. Pass auf. Wo war ich jetzt? Achso. Also da zurück zu der Story von damals, wo ich 18 war. Da kam eine Frau, die war sogar deutlich älter, ich war 18, sie war 30. Aus der Wohnung raus. Also nicht aus meiner Wohnung, sondern nur aus dem Haus, während sie gerade nach Hause kam. Weil wir haben zusammen gewohnt. Die Dame kann ja nur von mir sein. Whatever the case. Seitdem habe ich eine Narbe. Das war ein Messer, was mich ein bisschen angepikst hatte. Sagen wir es einfach mal so. That mechanical tenavis might didn't academe our salary. Aber auch nur so ein bisschen. Man hat mein Küchenmesser in die Seite reingerammt, ja. Things. We learned of its assuming normal if I were it so but it only goes right.
So, do you have any more ma- Yes, I- Oh. Under constant external con- Here's what we know, so if we had- You're right. Gesundheitlichen Sachen oder Dummheit? Dummheit habe ich auch sehr viele Narben, hauptsächlich an den Händen oder da am Arm. All yours. Aber ich hatte halt mit der Freundin damals. Ja, mir hat ist beides geändert. Also, er könnte nicht mal auf den Links draufkommen. Auf was geändert? Die E-Mail bei Twitch und bei Steam. Auf eine neue, die du komplett neu gemacht hast. Ja, genau, wo auch mein Discord auch drüber läuft. Okay. Dann würde ich aber auch das Handy, dann würde ich auch mal das Handy drüber ändern und alles. Ja, mache ich doch. Gerade ist gerade nicht. Ach, gerutscht auf den Beton. Aua. Dann. Einmal, wir hatten so einen Kamin. So einen Bioethanol-Kamin. Und Bioethanol brennt ja ganz gut. Ich habe gepennt. Und keine Ahnung, sie war irgendwie wieder, war wieder eifersüchtig. Ich weiß nicht warum, tatsächlich. Ja. Ja. Ich war eine lebende Fackel. Na, da musst du abscannen den QR-Code. Luma. Ja, weil er sagt, was ist, wenn er auf deinem WhatsApp sitzt? Denke ich nicht. So. Da kriegst du ja, wenn du bei einer anderen bist, musst du doch auch einen Code eingeben, oder nicht? Ja, du musst den QR-Code abscannen mit WhatsApp. QR-Code, oder du kriegst eine SMS, über die du das bestätigen musst. Genau, dann. Gehe dann halt noch. Das war damals ICQ-Zeit noch, da habe ich sogar noch bei meinen Eltern gewohnt, da war ich 16. Nee, sie hat eine SIM-Karte von mir. Ich habe eine Partnerkarte erstellt. Sie, ihre Handynummer ist meine. Den Vertrag bezahle ich. Ja, da hat er keinen Zugriff drauf. Die Karte von ihm liegt irgendwo sonst. Die liegt irgendwo im Müll. Ja, die hat er ja sowieso als gestohlen. Deswegen hat es ja mal Geld gekostet, weil du eine neue SIM-Karte zugeschickt kriegst, wenn du sie erst geklaut. Und das Geld wollte er von mir haben. Kann er sicher bestellen. Ja, ist egal. Sally hat die SIM-Karte von mir über meinen Vertrag. Da kann er machen, was er will. Da ist meins. Da kann er nichts. Wer einen neuen Vertrag gemacht, ich nehme Karte von Er hat mich angerufen und von mir Geld verlangt für ihren Vertrag, für ihr Handy und für das Sperren der SIM-Karte. Und es war nicht von seiner Nummer aus, weil seine Nummer hatte ich blockiert. That's right. The contaminated, if we charge straight, I've been studying. It doesn't have to. Ja. It will definitely take back to the contaminated. Ach so, ja. So long as it doesn't attack us. It seems to. Listen to me. We'll be back soon. Also ist das ein Sie wollen. I'm not sure. Ja. Okay. Nachdem ich Schluss gemacht habe, hat sie mich halt mal an der Kreuzung. War ich gerade an der Dönerbude. Okay. Ich bin gerade mit dem Döner rausgekommen, auf der anderen Seite stand mein Auto, wollte über die Straße drüber und sie hat sich gedacht, ich fahr mal drüber. Bin dann etwas auf der Motorhaube mitgefahren. Also von abgestochen angezündet hatte ich halt da in der Zeit etwas mehr von überfahren. Ja, weißt du, warum er sich traut, bei mir anzurufen, weil er weiß, ich bin 400 Kilometer weit weg. No need. Reward. But those parts are I retrieved. Oh, and before. Es dauert ja ein bisschen, bis du da bist. Dann derzeit kann er sich einfach pissen. Was will deine Freundin werden? Oder macht sie schon was? Sie klingt etwas jung. Also, der Plan ist bei mir in der Firma Ausbildung anzufangen, ja. Der Plan. Ob meine Firma, weil ich eine sehr relativ große Firma habe, sie dann auch hundertprozentig nimmt, kann ich nicht versprechen. Aber ich
gebe mein Bestes, dass das klappt. Ich möchte halt nichts versprechen, wenn es zum Schluss zum Beispiel nicht wird. Aber ich helfe ihr mit der Bewerbung. Ich habe schon mal mit jemandem geredet. Ausbildung braucht man doch gar nicht mehr. Doch. Braucht man. Tatsächlich. Then I'll do my best. Master, Traveler, Paimon, take care of yourselves. Ich schau halt, dass ich sie schon reinbringe irgendwie. Ich helfe da ein bisschen. Aber halt auch nur so weit, wie ich kann. Kein Mensch arbeitet in seinem Ausbildungsberuf. Ja, aber trotzdem besser mal also, und kann das nachreichen, als wenn man keine Ausbildung. Also einmal hallo hier. Ich arbeite in meinem Ausbildungsberuf und auch in meinem Ausbildungsbetrieb. Zweitens, natürlich, das ist gerade nein. Also es gibt unglaublich viele, die in ihrem Ausbildungsberuf arbeiten, weil dafür haben sie es gelernt. Der Ausbildungsberuf zum Schreiner zum Beispiel, der seinen Beruf gerne macht, der wird auch weiterhin Schreiner bleiben. Als Quereinsteiger bekommt man fast so viel wie Ding, ja. Wie eine Fachkraft. Ja, aber auch nur so fast. Fast so viel mehr, ja. Es ist schon ein bisschen ein Unterschied. Aber es funktioniert auch nicht überall. Also du kannst als Ungelernter nicht einfach als Quersteiger, als Elektriker machen. Das funktioniert nicht. Oder als Mechaniker, weil du gewisse eben Fachkenntnisse brauchst. Und ich weiß, was für ein Geld ich verdiene. Und ich weiß, was die Leute bei uns verdienen. Natürlich, Quereinsteiger geht auch, aber Ausbildung ist wichtig. Weil, ist ehrlich, wie es ist, uns in Deutschland fehlen viele Fachkräfte, vor allem in Handwerksberufen. Weil natürlich könnte jetzt zum Beispiel relativ einfach ein Autoschlosser oder ein Automechaniker ziemlich schnell Metallbauer machen, weil er gewisse Grundkenntnisse hat. Ja. Alle wollen in die IT und wer repariert zum Schluss das Scheißhaus? So. Also. Wer deckt dir zum Schluss dein Dach, wenn es reinregnet? Keiner mehr. Das ist unser Problem nämlich. Alle wollen nur noch vor dem Monitor sitzen. Genau, und das würde ich jetzt gerade. Ein Automechaniker kann auch schweißen. Zum Beispiel. Außer es sind nur noch Teiletauscher. Gibt es auch leider genug, die nicht mehr schweißen können. Aber der könnte auch jetzt zum Beispiel in Metallgewerbe gehen und dort, weil er schweißen kann, mechanische Grundkenntnisse hat. Oder ein Handwerksgeschick hat. Ja, aber jetzt kommt es, um einen Roboter zu programmieren, der das kann, musst du wissen, wie es geht. Dann musst du wissen, wie es geht. Und nicht nur theoretisch. Ja, aber wer baut... Also, wenn es nur Leute... Oh, stimmt, wer baut die Roboter? Wer baut die? Wer stellt die Materialien dafür her? Okay, das klingt ziemlich... sarkastisch gerade. Nee, nicht von dir, sondern von Luma. Das lernt man in der IT. Ja, das Programmieren, aber wenn du einen Roboter bauen sollst, der schweißen kann, dann musst du selbst schweißen können, weil sonst weißt du nicht, wie du ihn programmieren musst. Spare me. Du musst... Okay? Das wissen, wie man es programmiert,
These injuries are super. Ist ja eine Sache. Wer stellt die Sachen dafür? Wer stellt die Bauteile dafür her? Wer baut dir das für alles, was man braucht? Jetzt kann ich es dir noch genauer sagen. It's a monster. Hurry, attack it. Nimm den Handwerk raus. Nimm den Handwerk raus. Kann man es direkt hier machen, genau. Nimm den Handwerk raus. Dann hast du keine Sachen, um Roboter herzustellen. Scheiße. Dann hast du keinen Bildschirm. Ich komme aus der Industrie, aus der elektrische Bauteile hergestellt werden. Da ist sehr viel natürlich in der Endfertigung nicht mehr. Aber deine Halbleiterelemente oder viele deiner elektrischen Bauteile, die du im PC hast, ist Keramik. Ich bin Industriekeramiker, Anlagentechnik. Habe ich gelernt. Ich stelle die elektronischen Bauteile, also die Grundmasse, die elektrische, leitende Keramik oder Kondensatoren und allen drum und dran mit her. Das ist Handwerk. Und ohne solche Firmen wie mich oder wo ich drin arbeite und wir sind Weltbetrieb, hättest du nichts um dich herum gerade. Kein Bildschirm, keine Maus, keine Tastatur. Okay, Tastatur vielleicht schon, da ist wenig Elektronik. Ja, wobei, da ist mittlerweile auch schon mehr Technik dahinter als wie früher, wo es einfach nur eine Leiterbahn war. Those were probably dead leaf butterflies. My guess is that they never mind. The tents. Oh, you found some already. Und ja, wir treffen auch schon Entscheidungen für Zukunft. Notfallpläne. Sorry. That task wasn't important enough. I'll note little things like this and give a cue. So. Aber tatsächlich würde ich hier noch ein bisschen weitermachen. Dann würde ich auch Schluss machen für heute. Warte mal, wenn wir jetzt nochmal zum Thema, wenn alle in die IT gehen und wir das Handwerk mal rauslassen, so dass Essen und so und alles hergestellt ist, wer verkauft dir das? Ja, noch extremer. Wer verkauft dir das Essen oder die Materialien? Ja, nein. Noch viel mehr. Nicht nur das. Wer fährt das von links nach rechts? Ach ja, genau. Gut, autonomes Fahren. Okay, spielen wir es mal durch, dass alles automatisiert ist und intelligent ist, soweit wie es geht. Oh Gott, wie viele Arbeitslose haben wir dann in Deutschland? Viele. Weil wir nicht genug Platz haben, um alle in die IT zu bringen. Weil die IT überfüllt ist. Dann haben wir ein bisschen zu viele. Und trotzdem tut dir keiner zu... Und niemand kann dir dann zu Hause deine Glühbirne, deine Lampe aufhängen. But I don't know where, so you can a ley line until we fully understand the situation. Take extra caution. Topics related, they proposed in oder ein Dachdecken. However, in their the irony is, I'm interested in the oder dein Auto reparieren. Life, but it's just my ancestors and the Veluca. Oder wie Luma sagt, eine Mauer, er ist klassischer Maurer. So to me, gut, die kann man 3D drucken. Mauern mittlerweile. Aber es ist ja nicht nur Mauern ziehen. Du weißt es ja selbst, mein Bruder hat ursprünglich auch mal Maurer gelernt. Es ist ja nicht nur Mauern hochziehen, es ist ja auch Schlitze klopfen, es ist ja auch verputzen. Es ist ja vieles. Legosteine. Wer ist dafür zuständig, dass du Essen kriegst? Wer ist dazu zuständig, dass alles so läuft, wie es laufen soll? Wer ist da... Und die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, etc. Ja. Apropos Klinik, Pflegekraft, apropos, wo du es gerade sagst, Pflegekraft, ich war jetzt letztens sehr positiv überrascht. Wir haben ja hier auch ein paar Pflegeheime und Altenheime hier. Ja. Die schreiben aus mit 3,8. Brutto, aber 3,8. Ich bin nicht für die Pflege gemacht. Nee, ich natürlich nicht für dich, aber allgemein war das gemeint. Ich war echt positiv überrascht, weil ich kenne da andere Zahlen. Ja. Und dann noch, was wir momentan einen großen Mangel haben. Wer bringt Lehrer?
Nee, unsere Lehrer Kinder können dumm sterben. Unsere Lehrer, ja, aber wenn niemand, also wirklich, wir haben Lehrermangel in Deutschland, das ist schon seit Jahren. Wir haben einen Lehrermangel von 3000 irgendwas. Plus. Also wir haben schon in Deutschland schon seit Jahren extremsten Lehrermangel, muss man ehrlich sagen, ja. Weil niemand mehr Lehrer werden will und alle größtenteils, keine Ahnung, Lehrer wird scheiße bezahlt, warum sollte ich das machen? Das weiß ich nicht, wie Lehrer tatsächlich bezahlt werden. Lehrer werden, oh, was war das denn? Genau. Bei irgendwas? Bei irgendwas, Bruto? Kann ich dir gar nicht sagen gerade, also wie gesagt. Es ist, wird aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Ja. Und von Region. Und niemand will mehr Lehrer werden, aus dem Grund, dass es gleich bezahlt. Und warum sollte ich mir jeden Tag, also 5 Tage in der Woche, nervige Kinder geben? Mich um nervige Kinder kümmern, die dumme Kommentare schmeißen. Ich sehe mich da immer als ein gutes Beispiel. Ich kack meinen Lehrer zu, wenn er meint, mich scheiße, wenn er meint, mich behandeln zu müssen, wie er dürfte mir sagen, er dürfte sagen, was ich tun und lassen darf. So, aber ich mache genau jetzt an der Stelle nämlich hier Schluss. Ich habe überhaupt keinen Nerv mehr, keine Lust mehr auf Genshin gerade. Sorry. Komm schon, 3 Stunden Genshin ist schon viel für mich momentan.